mal rein in den. Oh. Womit fangen wir an, ist die Frage. Wollen wir erst Ra aufmachen? Oder erst Genesis Impact? Ich glaube, ich hätte mehr Lust auf Genesis Impact als erstes. Ich glaube, das ist tatsächlich cooler. Das heißt, wir legen Ra gerade erstmal auf Seite. Einmal kurz. Und werden dann uns einmal an Genesis Impact dran machen. Und bis so rauf ist die Frage. Da muss ich da hier für mein Ding benutzen. Ja, komm. Bis so auf. Will nicht aufgehen, perfekt. So. Machen wir einmal schon mal auf. Ich muss, glaube ich, auch kurz gerade noch einmal kurz mir hier Mülleimer hinstellen. Habe ich den unter. Der müsste leer sein hier unterm Schreibtisch. So. So ist der ready. Nice. Das heißt, wir haben hier einmal Genesis Impact. Das nicht richtig aufgehen will. Ich würde das immer, wenn das passiert. So. Einmal Genesis Impact. Und ich habe WhatsApp noch offen. Das ändern wir mal schnell. So. Einmal Genesis Impact. Ich glaube, wir stellen das Ra-Display hier auch einfach schon mal hin. Packen das schon mal aus. Dann haben wir die schon mal hier stehen. Und dann. Können wir gleich direkt anfangen. Diesmal natürlich nicht so viel wie, also nicht so krasse Sachen, würde ich sagen, wie beim letzten Mal. Mit dem Maximum Gold. Aber hier können wir natürlich deutlich, also gerade aus dem Rage of Ra hier, können wir natürlich deutlich krassere Sachen ziehen. Als, aus dem Genesis Impact, als aus dem Maximum Gold vom letzten Mal. Das heißt, hier auch tatsächlich momentan so ein bisschen dafür, das Ra vollständig zu machen als Set, glaube ich. Ich habe hier hinten nämlich noch ein Display auf Englisch rumstehen vom von Ra, was leider was ich leider nur auf Englisch habe, weil es mir falsch gesendet wurde. Und dann habe ich jetzt noch eins auf Deutsch mir bestellt. Aber die werden dann in einem anderen Stream aufgemacht und nicht heute. Wir machen heute nur die zwei Displays auf und dann nächste Woche vermutlich. Ich denke mal auch wieder am Wochenende. Ist, glaube ich, am besten, dass wir dann jedes Wochenende irgendwie Displays aufmachen. Naja, mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. Ist natürlich auch immer ein teurer Spaß, die Displays aufzumachen. Aber ist eigentlich ja immer sehr spaßig. Wir haben natürlich im Genesis Impact einmal eine Erstauflage. Und da haben wir immer 7 Karten pro Booster. In dem Legendary Duelist Rage of Ra haben wir natürlich immer nur 5 Karten pro Booster. Und Standard halt eine Rare pro Pack, eine Foil pro Pack. Ja, das heißt,
wir haben zumindest in dem Genesis Impact immer eine Foil drin, das heißt immer mindestens eins, was wir sleeven. Bei Rares sleeve ich nicht, ich weiß nicht, wie andere Leute machen, aber Rares sind, ich meine, alles, was kein Holo ist, muss nicht unbedingt geschützt werden, meiner Meinung nach. Um mir gerade noch tatsächlich einen Karton mal für hinter mich zu stellen, für die ganzen Packs reinzuwerfen, das geht dann schneller, als wenn ich immer meinen Müll mal aufmachen muss. Das heißt, bin gleich wieder da. Alten Konami-Karton, den wir auch schon, wo auch schon die Picks dran angekommen sind. Wie viel haben wir denn jetzt? 10 vor. Man könnte ja an sich auch schon vorher anfangen. Ich weiß nicht, was ich noch sonst zu sagen hätte. Auf die Musik noch mal einen Tick leiser machen. Also lass sie actually so, aber mach bei mir den Sound was leiser, damit ihr die noch gleich laut hört, aber ich nicht. So, Genesis Impact, würde ich sagen, fangen wir mit an. Hol ich schon mal dann die Booster einfach raus, würde ich sagen. Oder lasse ich die drin? Lass die Artworks schon mal angucken. Wir hatten einmal die Twins. Dann hätten wir einmal. Was bist denn du? Keine Ahnung. Leider tatsächlich noch nicht mal so eine Ahnung, was in den Genesis Impact drin ist. Was haben wir denn für verschiedene Artworks? Haben wir drei verschiedene Artworks nur? Sieht so aus. Sortieren wir die einfach mal kurz nach Artwork. Werden dann immer Artworks untereinander, also immer durchwechseln aufmachen. Und mal gucken, wovon wir am meisten haben und wir anfangen. 3, 4, 5, 6, 7. Von dem Dreiton. 8 von dem. Meint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von dem. Und von den Twins, wie viel haben wir von den Twins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, wir werden einfach mal dieser Reihenfolge dann aufmachen. So. Das Display stelle ich dann mal auf die Seite. Ich finde, in dem Set sind ziemlich viele coole neue Sachen eingeführt worden an Themen. Also ist ja einmal das Dreitorn, sowie die Evil und die Life Twins, die, soweit ich weiß, da neu eingeführt wurden. Collector's Rare wurde ja in Toon Chaos eingeführt, soweit ich weiß, und nicht hier. Das heißt, das ist das zweite Set damit. Achso, das ist der Dreitron, ne? Genau, das ist der Dreitron. Dann haben wir hier die Evil Twins und was bist du? Was bist du nochmal? Auch ein Dreitron. Was bist du? Du bist doch auch einer, oder nicht? Bei Dreitron-Sachen? Naja, was auch immer. Ich würde sagen, wir haben jetzt fast 12 Uhr. Wir fangen einfach mal an mit dem Opening. Mit dem ersten Pack des Tages. So.
Fangen wir mit dem Twin Pack an. So, Twins. Ich weiß gerade nicht, es sind 7 Karten. Ich weiß nicht, wie es ist mit den. Mit der garantierten Foil, wo die ist. Das heißt, wir werden jetzt im ersten Pack einfach mal gucken, wo die ist. Damit wir dann nachher das ändern können. Wir hätten einmal Cybers Apparat. Ach, das ist schon wieder geil, dass ich Rares in dem Licht nicht anständig lesen kann. Cybers Apparat. Beschworener Sektus. Cynet, Resignus, Regression. Albtraumritter. Sternzieher. Magistus. Erita. Und einmal eine Super Rare Life-Zwilling. Lila. So. Machen wir jetzt nochmal ein Zwillingspack auf, weil davon haben wir am meisten. Gehen wir ins zweite Pack, würde ich sagen. So. Das Gute ist, die Karten sind schon sortiert. Sehr gutes. Weltvermächtnis. Weltlanze. Magistus. Toy. I. Cyber. Cyberse Apparat. Kann nicht lesen, sorry. Graveur des Mals. Künstlerzauberer. Hütchenspieler. Noch ein Sternzieher. Und Dreiton Fafnir als Super Rare. Ich sehe die Stapel hier gar nicht, ne? Gut, dann machen wir jetzt mal ein Dreiton Pack auf. Eins von denen hier, mit dem Artwork. So. Ich sleeve die Holos gleich mal, warte. Dumm. Fang an mit deinem Beschworener Magellanica. Raveneur des Mals. Albtraumritter Greif. Künstlerzauberer Hütchenspieler. Evil. Zwillings. Herausforderung. Hier. Rare-Sachen kann man immer in dem Licht ein bisschen scheiße lesen. Breitung. Verdunklung. Und dann haben wir als Ultra-Rare Kaleister, der Beschwörer des Wahnsinns. So, den sleeven wir auch direkt mal. Hier schön neue Sleeves bestellt. Die sind zum Glück angekommen jetzt rechtzeitig. Erstmal unsere erste Ultra, die wir hier hinlegen. Und die Super sleeve ich gerade auch mal. Die habe ich eben vergessen zu sleeven, weil ich smart bin. Also. Gucken auch gerade mal nach. Also ich gucke gerade mal nach. Guten Tag, Jinmati. Jinmati, sorry. Willkommen im Stream. Gucken gerade einmal nach. Wir haben Alester gezogen. Das ist eine unsere erste Dingens gewesen. Alester, der Beschwörer des Wahnsinns. Die billigste Ultra Rare, die man ziehen hätte können, tatsächlich. Mit 83 Cent. Aber egal. Genesis Impact, das Set muss ich noch wie verrückt nachholen. Ja, es ist gerade auch mein erster Display von Genesis Impact. Ich habe nach 5 Jahren letzte Woche wieder angefangen zu öffnen. Letzte Woche hatten wir ein Maximum Gold und ein Battle Pack 3. Und jetzt habe ich hier
ganz viel Rarum, ganz viel Legendary Duelist Rage of Rarum liegen. In der Hoffnung, irgendwann die Ghost Rare zu ziehen. Und halt einen Genesis Impact. So. Noch irgendwie noch meine drei Novas. Ich öffne irgendwie zu gern Packs. Ja, ich öffne auch zu gern Packs. Es ist, mein Konto leidet drunter, aber dafür hat man wenigstens Spaß dabei, ne? Albtraumritter, Phönix. Bodenlose Fallgrube. In einem anderen Artwork, oder? Auf jeden Fall. Ich, Drayton Beta. Rastaban. Gravur des Mals haben wir jetzt schon als Playset nach 4 Packs. Perfekt. Buch des Gesetzten. Nummer 96. Immer wenn ich ein neues Meta-Deck. Ich bin so dumm, Karten sollten. Nummer 96. Finsterer Nebel. Und als Super Rare haben wir dann das Magistus. Werdet immer, wenn ich ein neues Meta-Deck entdecke. Ja, ist, anfangen zu spielen ist dann nochmal was anderes. Ich habe bis jetzt immer nur, also zu Schulzeiten halt gespielt in der Schule. Würde gern mal aktiver spielen und so, aber mir da Decks anzugucken und ist, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich habe bis jetzt halt immer nur Blue Eyes gespielt in der Schule so und dann hat es halt entweder funktioniert, weil alle keine Karten hatten oder halt nicht. Herold der Endgültigkeit. Wir spielen bald mal über Zoom, da sehe ich uns. Da sehe ich uns auch, ja. Magistus Beschwörung. Endymion Magistus der Meisterung. Drayton Gamma. Beschwörung. Beschworener. Oh, ist das ein Y? Okitus. Okay. Albtraumritter Phönix. Und als Foil haben wir Live-Zwilling. Kiesgiel. Als Super Rare. So. Jetzt haben wir hier, ne? Genau. Das erste Mal das Artwork an Packs aufmachen. Gucken, ob es was bringt. Drayton Verdunklung. Drayton Meteorschauer. Albtraumritter Phönix haben wir jetzt, glaube ich, auch schon als Playset. Evil Zwillingsherausforderung. Beschworener Magellanica. Ja, das hat man schon hinten dieser gesehen. Bodenlose Fallgrube. Und die zweite Ultra Rare, die wir haben. Drayton Meteoronis. Eden. So. Drytons. Ich mag die Drytons vom Set. Nochmal meine Formatwahl. Und auch als Sammler. Ich finde die auch mega geil. Das ist auch gerade der Grund, warum ich die aufmache. Also, ich habe halt mich so ein bisschen umgeguckt, weil ich wollte halt nicht nur Legendary Duelist Rage of Ra aufmachen, sondern auch irgendwas anderes. Und ich hatte halt überlegt zwischen jetzt Genesis Impact und Toon Chaos, weil ich halt nicht so sonderlich viel für die Displays ausgeben möchte, sondern mir halt recht aktuelle Displays überkaufe. Und dann habe ich mich auch wegen den Artworks und so halt für Genesis Impact entschieden. Und ich glaube, ich habe auch Genesis Impact bessere Angebote gesehen beim Kaufen. Magistus Beschwörung. Extra törichtes Begräbnis. Evil Zwilling EG Easy. Buch des Gesetzes. Das ist echt die Buch des Gesetzes. Ich finde das manchmal von den Namen sehr lustig. Beschwörer Magellanica. Geborener aus Draconis. Und dann haben wir Inaruru als Super Rare. Mit
Eternus Dreadnought ist einfach die hübscheste Karte. Ja. Also. Ich bin halt ein sehr starker Fan von diesen Drachen, von dieser Drachenoptik und die Dreitrons haben das halt auch wieder. Deswegen sehr schönes Set. Ich hatte überlegt, ob ich mir eine Legends of Dragons Complete Series holen soll. Aber ich denke gegen entschieden und mir einfach das Genesis Impact gekauft. Albtraumritter, Greif. Leif, Zwillingskanal. Geboren aus Draconis. Rhaeton, Zeta. Evil Zwilling, GG Easy. Cyber, Engel, Benten. Und als Super Rare. Geheimes Passwort. Ich nehme mich richtig Artworks von allen drei Themen. Ja. Ich finde es halt immer, also gerade wenn man halt nicht die Packs öffnet, um sie halt zu sammeln, also wenn man sie öffnet, um sie zu sammeln und nicht um sie zu verkaufen, sind die Artworks immer so richtig ausschlaggebend, welche Packs man öffnet. Und so Genesis Impact war als Artworks entscheidend. Bei den Legendary Duelist Rage of Ra war halt zu einem das, wo ich keine Ghost Rare ziehen und zum anderen, weil es halt ältere Karten sind. Künstler Zauberer. Schadensjongleur. Cynet Regenisation. Nummer 96. Live Zwillingskanal. Bodenlose Fallgrube haben wir jetzt auch schon als Playset. Albtraumritter Einhorn. Und Python. Etonis. Als Super Rare. So. Weiter geht es wieder mit einem Zwillingspack. Dass die Packs gehen so viel besser aus als die ich letztes Mal aufgemacht habe. So. Live Zwillingskanal. Weltvermächtnis, Weltlanze, geboren aus Draconis, haben wir jetzt auch schon als Playset. Evil Zwillingsherausforderung, Beschworener, Magellanica, Evil Zwillingsgeschenk und Elfzwilling, Lila als Super Rare. Wieder ein 3-Ton-Pack. Eben noch gesagt, wie gut die Packs aufgehen. Das geht schon wieder komplett hier drauf. Egal. Ach, üben wir, wie man Packs öffnet. Weltvernichtnis, Weltlanze, Albtraumritter, Greif, Python, Meteorschauer, Evil, Zwillingsgeschenk, Evil, Zwillingsherausforderung, Cybernet, Regression, haben wir jetzt auch schon als Playset, und ist Magistus. Als Super Rare. Zum dritten Artwork. Das Pack habe ich auch schon wieder perfekt geöffnet. So. Evil Zwillingsgeschenk. Cyber, Nit, Regression. Python, Asterismus. Nummer 96 haben wir jetzt auch als Playset. Da wird es mal Python, Zeta, Aliba. Ich finde das mega gut. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein normales Monster, aber es ist ein Effektmonster von der Helligkeit her. Und dann haben wir als Super Rare den Mantra-Wichtel Kelchschleim. Ich freue mich gleich schon, wieder die ganzen Sachen einzusortieren. Immer der größte Spaß daran. Bloß wenn man immer anderen nach Platz suchen muss. Weil man
gefühlt in einer viel zu kleinen Wohnung liegt, um Karten zu sammeln. Ich hoffe mal, dass das keine Karte. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist direkt eine Ecke drin oben. Schade. Extra törichtes Begräbnis. Evil Zwillings GG Easy. Buch des Gesetzes. Bohren aus Draconis. Weltenvermächtnis. Nee, Weltvermächtnis Weltlanze. Rhaetron Meteorschauer und Rhaetron Alpha Urban. Als Warrior. So. Dann machen wir nochmal ein Zwillingspack auf. Und was da drin ist. Alpha. Ja. Aber leider halt mit der Ecke hinten. So. Das ist immer schade, wenn man Packs öffnet und dann schon sieht, hinten die Holo hat einen Knick. Bei drei Torns muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken, was man da für ein Deck draus machen kann. Cybers Apparat Nummer 96, Dreiton Gamma, Bodenlose Fallgrube. Ich finde das Artwork von Bodenlose Fallgrube hier drin sehr schön tatsächlich. Sicherungssekretärin, Magistus Beschwörung und geheimes Passwort als Super Rare. Oh. Zum dritten Artwork. Das ist ein gutes Meta-Deck, brauche ich noch eine Zeit, um es zu lernen. Ich lerne das durch einen Streamer. Ja, ich habe mich mit den momentanen Meta-Decks gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe hier ein halbfertiges Blue Eyes und ein halbfertiges Dunkler Magier-Deck rumliegen, die ich halt damals gespielt habe. Aber so wie ich das mitbekommen habe, passen die in die momentane Meta so gar nicht mehr rein, weil sehr schnell gespielt wird, mehr oder weniger. Und ja, Blue Eyes kannst du halt auch schnell spielen, aber naja. Albtraumritter, Einhorn, Sicherungssekretärin, Rhaetron, Beta. Extra törichtes Begräbnis. Herold der Endlosigkeit. Das ist auch ein sehr schönes Artwork, finde ich, von dem Herold der Endlosigkeit, ja. Künstlerzauberer, Schadensjongleur. Und Dreiton Fafnir als Super Rare. Haben jetzt lange nur Super Rares. Könnte jetzt nochmal reingehittet werden. Sehe ich eigentlich. So. Albtraumritter, Phönix. Künstlerzauberer, Hütchenspieler. Sternenzieher. Magistus, Regie. Dreiton Delta. Endgültigkeit. Langweiligen Herold. Künstler, Zauberer, Schadensjongleur und als Super Rare haben wir nochmal den Kelchschleim. Ja, Lesen ist immer, bin ich immer sehr begabt drin. Merkt man. Oder auch in Aussprechen von Namen. Jedes Mal, wenn ich Pokémon spiele, zusammen mit irgendwem und hier Runs mache, mich immer wieder zu hören, dass ich zu dumm bin, Namen auszusprechen. Auch mal lustig. Magistus, Ritra, Beschwörer, Kokitus, Evil Zwillings, GG Easy. Ist auch einiges falsch. Endymion. Sicherungssekretärin.
Das R ist einfach komplett zu. Das ist auch cool. Dreitron, Meteorschauer und Eivas als Super Rare. Weil ich finde das gerade bei Yu-Gi-Oh! Karten mit dem Falschlesen, also teilweise, was sich da Leute einen Namen überlegt haben, ist auch sehr interessant. Also, das, da weiß ich auch nicht, was die geraucht haben teilweise. So, Buch des Gesetzes. Extra Türch des Begräbnis. Dreiton. Asterismus. Künstlerzauberer Schadensjongleur. Albtraumritter Einhorn. Geboren aus Draconis. Und Reifenpolizistin aus der Unterwelt als Super Rare. So. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Pack wir waren. Zwei. Wir haben von allen noch zwei. Noch sechs Packs. Erst zwei Sachen, die nicht super rare waren. Aber egal, Dreitron Delta aus. Ja. Also, das ist halt. Ich weiß nicht. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass es mit den Drucken bei manchen Karten nicht so gut ist, aber naja. Was ich cool fände zum Beispiel ist, wenn du so einen Fehldruck hättest, wo bei den Life oder bei den Evil der Stern zu wäre. Ich glaube, das wäre actually cool, dann einfach zu haben, so als den Life-Zwillingskanal. Herold der Endgültigkeit. Weltvermächtnis Weltlanze, geboren aus Draconis. Cyberse-Apparat. Evil. Zwillingsherausforderung. Und eine nächste Ultra Rare. Magistus des Glases. Erstmal. Das Leaf wegwerfen. So. Muss ich die doch zu einem Zahnstocher zärtlich freikratzen? Weiß ich nicht, das würde ich mich nicht trauen, sowas. Halt also so wegen, na, dass ich da irgendwas mehr kaputt mache, so. Beschwörer, Galanika, Dreitron, Gamma, Evil Zwillingsgeschenk, Beschwörer, Cocytus, Sicherungssekretärin, da ist das eher auch frei, Dreitron, Delta und Streifenpolizisten aus der Unterwelt als Super Rare. Ich finde es ja je nachdem, wie stark der Fehldruck ist, sind die ja sogar gefragt. So, das ist halt. Diese leicht zu entfernen. Die flüssige Tinte. Ja. Albtraumritter. Greif. Extra törichtes Begräbnis. Cybernet. Regression. Weltvermächtnis. Weltlanze. Cyberengel. Benson, Herold der Endgültigkeit und Cybernotfall als Super Rare. Also ich glaube, wir haben glaube ich jede Common bzw. jede Rare. Sind ja. Die Rares sind ja Common in dem Pack. Jetzt mittlerweile als Playset, so wie ich das Gefühl habe. Oder halt auch sechsmal. Aber kommen wir zum den letzten drei Packs. Fangen wieder mit den Zwillingen an. Gehen dann weiter nach rechts. So. Bodenlose Fallgrube. Sternzieher. Verwirr des Mals. Herold der Endgültigkeit. Künstlerzauberer. Hütchenspieler. Endymion. Und Live Zwillings Startseite als Super Rare. So.
Machen wir hiermit weiter. Reiton Verdunklung. Beschwörer, Beschworener Okitus. Sicherungssekretärin Halberengel Benton. Extratürig des Begräbnis. Reiton Asterismus und Schlangenpolizistin aus der Unterwelt. Ich glaube, das ist jetzt die erste Super Rare, die wir als Playset haben. So. Kommen wir zum letzten Pack. Letzten Booster. So. Fang an mit Reiton Asterismus. Albtraumritter Einhorn. Nummer 96. Graveur des Mals. Reiton Beta. Reiton Zeta. Und die letzte Foil von diesem Genesis Impact Display. Magistus Göttlichkeitsdrache. Als super. Das heißt, wir hatten 3 Hits drin. Mal gucken. Ich glaube, so wie ich das... Was ist Pack-Artwork? Ja. Ein sehr schönes Artwork, finde ich auch. Das ist auch ein... Ja. So, wir gucken alle gerade mal kurz, was denn die 3 Hits von uns wert sind. Ich glaube nicht wirklich viel, aber naja. Fangen wir an mit Alester. 80 Cent. Nicht wirklich viel. Reiton Meteonis ist tatsächlich sogar 3 Euro wert. Das heißt ein bisschen was. Und dann haben wir hier noch Magistus des Glases. Da muss ich auf die erste Seite gehen tatsächlich sogar. Die ist fast 10 Euro wert. Das heißt, na, meine 3 Hits. Hätte besser sein können, hätte aber auch schlechter sein können. Leider keine Collectors Rare, gut, habe ich auch nicht wirklich erwartet. Aber, konnte ja hoffen. So, das heißt, ich lasse die gerade hier mal liegen, während ich die anderen Karten wegpacke. Und das andere Display hole. Beziehungsweise, das steht hier neben mir, aber... Imagine. Der Dreier als Collectors Rare. Ja... Aber es wird noch besser. Es wird noch besser. Imagine, jetzt ein Ghost Rare. Das wäre geil. Das ist nächste jetzt hier. Hier gibt es nur eine Artwork drin, so richtig zu sehen. Lassen wir einfach mal das Display hier stehen. Und fangen an. Ich freue mich gleich schon auf das Recap. Also ich hoffe, dass wir aus dem jetzt irgendwie eine Karte ziehen, die was wert ist. Also... Goal ist es, natürlich Ghost Rare zu ziehen. Das würde man vermutlich nicht passieren. Ich hätte aber gern tatsächlich einen normalen Ra. Weil ich das Artwork von Ra in den Boostern sehr cool finde. Über einen ägyptischen Götterschleien oder einen uralten Gesang beschwere ich mich natürlich auch nicht. Aber Ziel ist es gerade, einen Ra, also irgendeinen Ra zu ziehen. Mir egal, ob er Ghost, also ist mir nicht egal, ob er Ghost Rare ist oder nicht, aber das Ziel ist es gerade halt. Das Pack will nicht anständig aufgehen. Einen normalen Ra zu ziehen. Das Artwork sehr schön finde tatsächlich. So. Fang ein mit Spielmarken Ansturm. Die endlose, entschlossene MacLeod-Armee. MacLeod's Armee von Graniel. Opfer des linken Arms. Und als Rare haben wir Hügel des Gebundenen.
gefundenen Schöpfers. Ich glaube, rar gehe ich auch einfach für eine volle Sammlung. Dann mache ich nachher einen Ordner frei und dann die ganzen Rar-Displays, die ich mir bestellt habe. Die Rar-Packs gehen schon wieder nicht so anständig auf. Das ist perfekt. Da werde ich mir dann mal gucken, ob ich da einfach schön eine Sammlung voll mache. So. Blockierte Arme. Mit dem Millenniumsauge. MacLord-Armee von Skeel. Opfer des linken Arms. Gedankenkontrolle. Und MacLord Astro, der Ausrotter als Rare. So. Nächsten Booster. MacLord Imperator Granel. Jinso. Projektor. Metallisch reflektierender Schleim. MacLord Astromaschine. Und als Rare haben wir Makura, der Zerstörer. Die kennt man tatsächlich auch. Also kenne ich zumindest. Und eine schöne alte Karte wieder. Ich finde tatsächlich das Booster-Artwork von den Legendary Duelists Rage of Ra sehr cool. Mit Marek da vorne drauf. Und halt Ra und dem Götterschleim. Neustart. MacLord Imperator Wiesel. Juragedo. Wiedergeburt. Und Kosmos-Kanalisierung als Rare. Warte, ich muss mal kurz trinken. Hier sogar noch Wasser stehen. Ich bin absolut vorbereitet. Oh. Stay hydrated, my folks. Gehen wir ins nächste Booster. So. Chaos, Unendlichkeit. MacLord Armee von Granel. Blockierte Arme. Unsere erste Super Rare mit MacLord Armee Zerstörer und als Rare Flügel des gebundenen Schöpfers. Immer schön, dass man zumindest dann Foil zieht, wenn man nicht garantiert hat. Jedes Mal, wenn ich auf das Display sehe, sehe ich einfach nur so Ghost Rare, Götterkarte, da fett draufstehen. Und ich träume. MacLord Imperator Skeel. Segen des MacLord Imperators. Jinso, Ricola. Okay. Unser Ziel schon mal erreicht. Geflügeldrache von Ra. Als Ultra Rare. Und Cyber Energie Schock als normale Rare. Da haben wir das schon mal, was wir wollten. Das schöne Ra. A, genau. A-R, nicht R-A. Artwork. Sehr schön. Ich mag das Artwork. Ja, ich finde das Artwork auch mega geil. So mit dem Feuer so im Hintergrund, das ist nochmal irgendwie. Also dieses normale Ra-Artwork, das will ich auch irgendwo rumliegen. Ich glaube aus dem. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ich hab's hier unten stehen. Warte, ich guck gerade mal kurz. War das Legendary Collection 2? Legendary Dex 2 war's. Da habe ich natürlich auch die normalen Artworks, aber dass man das Artwork in Ghost wäre. Also ich glaube, da wäre die Karte auch nochmal deutlich mehr wert als bei dem anderen Artwork.
Gedankenkontrolle, Psy-Schockwelle, Jinzo, auch schön. Klassische Karte, MacLord, Astrodrache und Übergänglichkeitslegierung als Rare. Bei mir wenigstens hat man eine Ghost Rare, ah, ne? Ich meine, Ghost Rares sind ja jetzt auch nicht, gibt's ja auch nicht so viele. Aber ich bin gespannt, ob die anderen Götterkarten noch als Ghost Rare nachkommen. Ich habe gerade nicht so, ich weiß gerade gar nicht, was dieses Jahr alles an Displays rauskommt. Es ist gerade Blazing Vortex rausgekommen, das weiß ich. Legendary Duelist Season 2 ist rausgekommen. Verstärker, Jinzo Lord, Jinzo Spielmarken, Eiscreme und Unvergänglichkeitslegierung. Wir gehen mal weiter. Zweimal hintereinander, perfekt. Aber so ein Slifer in Ghost Rare. Da, den Booster würde ich auch, also das, die Displays würde ich dann auch aufmachen, bis ich den hätte. Glaube ich. Blazing Vortex kommt Anfang Februar, Season 2 ist draußen. Ah, da habe ich das gerade verwechselt. Ja, okay. Ja, da hatte ich die Release jetzt gerade verwechselt. So. Spielmarkenansturm. MacLord Astro. Mache MacLord Armee von Skill. Gedankenkontrolle und Cyber Energieschock als Rare. So. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Spielmarkenansturm. Entschlossene MacLord-Armee. MacLord-Armee von Neil. Opfer des linken Arms und die Mega-Cyber als Rare. Als Rare, die ich erstmal wegwerfe. Perfekt. Ich finde Rares hält irgendwie absolut nichts Besonderes in Yu-Gi-Oh! So. Du hast gefühlt so viele Displays, wo Rares als Commons drin sind. Oder so. Ich finde meine Meinung zu Rares ist mehr oder weniger, ich würde lieber Commons spielen als Rares. Weil ich der silbernen Schrift, naja, nicht so geil finde. Metallisch reflektierender Schleim. MacLord Armee von Diesel. Juragedo. Die nächste. Ultra Rare. Weiße Aura. Iha Mut. Auch ein sehr schönes Artwork, finde ich. Und ein wildes Monster erscheint als Rare. Es ist. Also, eine 3 Foils aus der Anzahl an Packs, die wir gemacht haben. Ja, geht. Die Manga-Promo und die war mal eine Manga-Promo und ist so hübsch. Die sehr hübsch. Aber ich verstehe nicht, warum sie ein Fisch ist. Also vom Aussehen her ist sie halt kein Fisch. Ich hab's gerade gesehen, so, what the fuck, ist das Fisch? Okay. Aber. Jetzt also mit Ra und der weißen Aura haben wir sehr schöne Artworks gezogen wieder. Weiter mit Neustart, MacLord, Imperator Wiesel, Juragedo. Eine weitere Super Rare mit MacLord, Imperator Wiesel und Kosmos-Kanalisierung als Rare. Werden es hier die Super und Ultras um die Ohren geschmissen. Finde ich gut. Kann ruhig so bleiben. Ich will aus jedem Pack einfach jetzt eine weitere Foil ziehen. Und dann im letzten Pack schön Ghost Rare. Ich meine, schön wäre es. Hätte ich die Displays
fast wieder raus. Nee, gar nicht. Wenn ich die ich gerade hier stehen habe, wenn ich eine Ghost hätte, hätte ich sogar raus. Gedankenkontrolle, MechLord, Imperator, Granel, Opfer des linken Arms, Psylumpt, direkt wieder eine Super Rare und MechLord, Umkehrung als Rare. Also gerade ist echt, wir hatten Ultra Rare, Super Rare, Super Rare. Wenn ich das so hinstelle, sieht man das nicht, ne? Legen wir die mal so hin. Denn die Rares interessieren ja nicht so wirklich. Hier irgendwie die was hinlegen, hier unten dann schön die Ultras. So, nächstes Display. Wenn es so die Holo nach der Rare kommt. Ich finde es auch irgendwie. Ich finde es halt mehr oder weniger. Also ich finde es halt mehr oder weniger blöd, weil man so halt nicht irgendwie eine Karte von hinten nach vorne tun kann, weil entweder hast du die Rare dann vorne und ist blöd und dann eventuell die Holo hinten. Aber ich finde es halt erst kommen, dann hast du halt Holo eventuell und dann Rare. Blöd, aber naja. Spielmarken Eiscreme, Spielmarken Ansturm, MechLore, Astromaschine. Gras, Schüler und Hügel des unten Schöpfers als Rare. Schade, keine drei Holos, keine vier Holos hintereinander. Ah. Naja. Umso weniger Holos wir jetzt ziehen, umso spät, umso mehr ziehen wir nachher. MechLord, Astrodrache, Asterisk, Spielmarkenansturm, MechLord, Astromaschine, Neustart und MechLord Umlenkung als Rare. Wiedergeburt, Verstärker, Jinzo Lord, Jinzo und Aktor Schleim als Rare. Ja, ich finde das mit den Yu-Gi-Oh! Des Boostern immer mega weird mit, du hast auf einmal 9, dann hast du 7, dann hast du 5, dann hast du 3. Ich finde das immer. Soweit ich weiß, in Pokémon hast du es, glaube ich, immer einheitlich, dass du immer gleich viele Karten hast, oder? Aber ich verstehe es bei den Sachen, die irgendwie special sind. Aber bei so den normalen Displays finde ich es ein bisschen komisch, dass es immer so unterschiedlich ist. Spielmarken Eiscreme, Spielmarken Ansturm, MechLord Asterix, Astrodrache Asterix, MechLord Armee von Skill und Cyber Energieschock als Rare. Nächster Booster, so. Dann. Oh. Jinzo. Das wird ein gutes Pack, das habe ich im Gefühl. Jinzo fängt an. Schön klassische Karte. Gedankenkontrolle, blockierte Beine. Da wird keine gute. Schade. Chaos und Endlichkeit und nochmal ein Cyber Energieschock. Irgendwie zum fünften Mal jetzt als Rare. Die haben wir auf jeden Fall genug. So. Jinzo Rückholer. Spielmarken Eiscreme. Segen des MechLord Imperators. Jinzo, die Maschinenbedrohung. Als Ultra Rare. Sehr schöne Karte und. Reaktor Schleim als Rare. Ich glaube, Jinzo ist sogar eine der Karten, die was wert ist, oder? Dritte Ultra Rare. Mal kurz gucken. Jimmy Duelist Karten. Jinzo die Maschinenbedrohung. Naja, ist die teuerste von den Karten, die nichts wert ist, aber nicht in den über 1 Euro Karten.
Schade. Aber trotzdem eine sehr schöne Karte. Beschwere ich mich nicht drüber. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Wiedergeburt. MacLord Imperator Wiesel. MacLord Festung. Blockierte Arme und Flügel des gebundenen Schöpfers. Als Rare. Auch schon zum, weiß ich nicht, viel zu oft auf jeden Fall. So. Nächstes Booster Pack. Warten raus. Und wir fangen an mit dem MacLord Imperator Skill. Und die entschlossene MacLord Armee, Spielmarkenansturm, MacLord Armee von Wiesel und Kosmos Kanalisierung. Als Rare. Guck gerade mal kurz, wie viele Booster wir denn noch haben. Hol die mal kurz aus dem Display. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, wir sind knapp über die Hälfte. Mal weiter. Knapp über die Hälfte, wir sind über die Hälfte. So. MacLord, Astro-Drache, Asterix, Risk, Gedanken, nee, Gehirnkontrolle, Jinso, Rückholer und die nächste Super Rare, MacLord, Nucleus, Unendlichkeitskern und Unvergänglichkeitslegierung als Rare. So. Ist jetzt noch so ein Götterschleim oder so? Nein, wir haben Ra gezogen. So ein Götterschleim. Damit man so die Hälfte des Boosters zurück hat. Im Wert ungefähr. Ich weiß gar nicht. Wollte ich mich informieren über so Grading bei Karten von, bei Yu-Gi-Oh! Karten. Und dann habe ich halt gesehen, so, anscheinend macht PSA das auch, aber irgendwie gibt's auch anscheinend europäische Sachen, wo man dann auch deutsche Karten hinschicken kann. Muss ich mich mehr weiter informieren, habe ich aber eben nicht so auf die Schnelle gefunden. War Gedo, Segen des MacLord Imperators, Jinso Lord, MacLord, Imperator Wiesel und ein wildes Monster erscheint als Rare. Und ich finde es halt irgendwie, das mit dem Kartengraden, weiß halt nicht, wie worth das ist. Also ich glaube, ich habe ein paar Karten, bei denen wäre das gut. Aber es sind halt irgendwie 5 und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, ist halt das nicht so wirklich billig, die graden zu lassen, deswegen. Also ich weiß, dass es bei Pokémon-Karten auf jeden Fall gängiger ist. So, nächstes Booster. Gott, Armee von Steel. Psy-Schockwelle, Verstärker, Jinso und Makayura, der Zerstörer. Weiß nicht, wo das A herkam. Als Rare. Weil ich überlege halt, diese, wie heißen die Cases? Also die Cases, wo PSA zum Beispiel hier rein macht, die Karten, wären halt eigentlich schon geil, sich hier hinzustellen. Ich habe hier ja aus dem Maximum Gold Opening von letzten Mittwoch. Schwarzen Magier, Blauäugigen und den Rotäugigen als Gold Rare.
Da habe ich überlegt, ob das vielleicht ganz cool wäre. Aber musste ich mich mal mit auseinandersetzen, wie man das am besten macht, weil bei PSA selbst musst du ja dieses Abo abschließen. Gut. MacLeod-Festung, MacLeod-Armee von Wiesel, Rar-Schüler, Minions-Enthüllung als Super Rare und MacLeod-Umlenkung als Rare. Ich weiß gar nicht, wie viele Rares hier garantiert sind oder ob überhaupt welche garantiert sind. Also von den extra, von den Holos. Ich hatte tatsächlich irgendwie 8 im Kopf, das heißt, wir würden jetzt schon nichts mehr kriegen, das wäre ein bisschen blöd. Aber naja. Deswegen informiere ich mich immer nicht so wirklich über die Sets, außer was da für Karten drin sein können und ob wie die Artworks aussehen. Und eventuell auch, ob sich finanziell ein bisschen lohnt. Aber sonst nicht weiter. Fangen wir an mit der Wiedergeburt. Binso, Lord, Jura, Gedo. Auch hier wieder. Na. Binso, Jektor und Psi, Mega Cyber als Rare. Warum wollte ich die foilen? Wollte ich die liefen? Nicht foilen, aber wahrscheinlich. Ich habe, by the way, ich bin durch meine Yu-Gi-Oh! Sammlung durchgegangen. Ich habe eine Karte, die habe ich mit irgendwie mal getradet, weil ich sie für ein Deck brauche. Und der Typ hat die Karten einlaminiert. Was mache ich hier mit der Karte? Als ich das gesehen habe, als ich durch meine alte Sammlung durchgegangen bin, habe ich mir auch gedacht, uff. Aua. Blockierte Beine, Gehirnkontrolle, Verstärker, MacLeod, Astromaschine und ein drittes Monster erscheint. Als Rare, jetzt auch als Playset. So. Weiter mit. Haben wir noch? Sind auf jeden Fall unter 10 jetzt. Dem nächsten Booster. So. Okay. Interesting, wie das aufgegangen ist. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich Ra gleich in den Top-Loader packen werde. Nur weil es ein sehr schönes Artwork ist. Und sich das nicht anständig hinstellen kann. Beteiligt reflektierender Schleim, MacLeod-Festung, Chaos und Endlichkeit, uralter Gesang. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar die nächste Karte, die was wert ist in dem Set, als Ultra und Unvergänglichkeitslegierung als normale Rare. Ach, recherchieren wir doch direkt mal rein. Einmal Legendary Duelist Rage of Ra, uralter Gesang. Schöne 12 Euro. Ne, ist bei so einem Set, was 40 kostet. Ne, kann man das machen. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Also ich bin auf jeden Fall mit dem Display deutlich auf jeden Fall zufrieden. Wir haben einen uralten Gesang. Wir haben einen Ra. Also, ne? Super. Jinso, Rückholer. MacLeod Armee von Daniel. Neustart. Die entschlossene MacLeod Armee. Und ein wildes Monster erscheint. Als Rare. So. Also, wenn wir jetzt noch einen ägyptischen Götterschleim ziehen, haben wir alle teuren Ultra Rares. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Packs, ne? Man kann ja auch mal greedy werden. Aber also, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall jetzt schon zufrieden mit dem Display. Chaos und Endlichkeit. MacLeod Armee von Skill. Blockierte Beine. Nochmal eine weiße Aura. Habe ich leider vorher schon gesehen. Und Unvergänglichkeitslegierung. Das Artwork ist einfach geil. Hat so ein richtig schönes Artwork. Das erinnert mich auch richtig an den zweiköpfigen, blauäugigen. Nur halt irgendwie ein cooler. Was
Also wie viele Ultras haben wir jetzt schon? Wir haben schon 5 Ultras, ne? 5 Ultras, 5 Supers. Das ist, kann man machen. Auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall machen. So. Psi-Schockwelle. Ras Schüler. Opfer des linken Arms. Meklord Imperator Granael. Und Psi-Mega-Cypher als Rare. Die letzten 5 Packs haben wir jetzt hier. Starten wir mit dem hier. So. Schön 5 Packs. Da kann man nochmal hoffen. So. Starten mit Meklord Astrodrache Asterisk. Spielmarkenansturm. Meklord Astromaschine. Neustart und Meklord Umlenkung als Rare. Gehen wir das viertletzte Pack. Aufpassen, dass ich das oben nicht anständig öffne, dass ich da nicht eine Ecke reinhaue. Ich weiß nämlich nicht, ob eben auch so die Ecke in die eine Karte reingekommen ist. Oder ob die schon gedamaged war. Wir fangen an mit Jinzo in dem Pack. Gedankenkontrolle, blockierte Beine, Verneigung des Sonnengotts. Bin immer zu dumm, die anständig zu öffnen, dass man nicht sieht, dass es schon Hit ist. Und Magayura, der Zerstörer, haben wir jetzt auch als Playset. Verneigung des Sonnengotts, jetzt unsere 6. Super Rare. Das sind jetzt schon 11 Hits. Gehen wir das dritte Pack. Das drittletzte Pack. Herz dehnt sich gerade, komm schon. Lang jetzt mal schneller, in der Hoffnung, ein bisschen Adrenalin was bringt. Chaos und Endlichkeit. Jinzo, Rückhola, Spielmarken-Eiscreme, Segen des Meklord-Imperators und Bügel des gebundenen Schöpfers. Gefühlt die einzige Rare, die wir heute gezogen haben, andauernd, als Rare. Vorletztes Pack. Dann machen wir einen kurzen Recap danach natürlich noch, was wir heute gezogen haben. Und in dem vorletzten Pack fangen wir an mit einem Meklord Imperator. Skill. Die entschlossene Meklord-Armee. Spielmarken, Ansturm, Meklord, Astrodrache, Asterisk und Kosmos-Kanalisierung als Rare. So, kommen zum letzten Booster. Hey, dahin. Schöne Last-Pack-Magic jetzt. Da sehe ich uns. Aber richtig. Ja, richtig schön. So eine schöne. Ein schöner Last Pack Ghostware. Ja. Meklord Astro Maschine. Meklord Armee von Wiesel. Gehirnkontrolle. Der richtige Name. Als Ultra Rare. Und dann Cyber Energieschock. Als Rare. So, ne? Also ich würde sagen. Hallo? Kannst du bitte? Danke. Ich würde sagen. Ist okay. Ganz geil eigentlich. Wir haben hier 3 Ultras, 6 Ultras. 6 Supers. Können wir die hier sehen, die Supers noch? Nee, ne? Und nichts. Hier näher zusammen. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall machen. Ich tue gerade mal die Comments wieder weg. So wie.
Perfekt. Werfe alles um. Ja. Profi bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erwähnt hatte, aber das ist so. Hey. Die Bots mit den Links sind wieder da. So. Wir gehen einmal durch die Hits durch. Würde ich sagen. Ich habe gerade auch schon wieder die von eben geholt. Glaube ich jetzt mit den von eben an. Wir haben einmal. Ah, wir fangen. Warte. Ja, wo kommen wir? Fangen mit denen an. Aus Genesis Impact. Ich muss gerade kurz gucken. Ich habe schon 50.000 Mal Chaos Impact dazu gesagt, deswegen ja. Haben wir Leona. Magistus des Glases. Gehabt als Hit. Lightron, Meteoronis, der Leister, der Beschwörer des Wahnsinns. Das waren unsere Ultra Rares aus Genesis Impact. Dann kommen unsere Super Rares aus Genesis Impact mit Baram, der Streifenpolizistin der Unterwelt. Live, Zwillingsstartseite, Cybernotfall, noch einer Streifenpolizistin, Ivers, Magistus Zaubergeist, einen Elchschleim. Ich habe eindeutig zu wenig Platz hier. Ich muss das irgendwie größer machen. 3 Tonnen Fafnir. Geheimes Passwort. 3 Tonnen Alpha. Noch einem Kelchschleim. Bissenmagistus. Live-Zwilling Lila. Reiton Meteoronis. Der andere. Geheimes Passwort. Das da unten schon mal. Biru. Nicht Nibiru. Nibiru war der Typ, den wir letztes Mal aus dem Maximum Gold gezogen. Inaru. Ina. Minaruru, so. Riesen, eine Kunst. Live-Zwilling, Kieskiel. Bismagistus. Live-Zwilling, Lila. Und nochmal ein 3-Ton-Favnir. Das waren unsere Puls aus dem Genesis Impact. Die gerade auch so ein bisschen natürlich sortiert dafür. War das so ein bisschen da. Der Streifenpolizistin schön als Playset aus einem Display, schönen Rare Playset, also ja, wohl ein Rare Playset. Ist natürlich auch immer schön. Sie sortieren die hier mal nach Preis. Also preismäßig ist bei Genesis Impact, können wir gerade mal gucken, 10 Euro. Dann hätten wir 3 Tron Meteoronis. Drakoiden mit 3 Euro und den mit 80 Cent. Also, klar, so eine schöne 10 Euro Karte wieder gezogen. Kann man natürlich machen. Gehen wir zurück zu dem Legendary Duelists Rage of Ra. Da hätten wir als Super Rare einmal den Psylump, die Millenniums-Umhüllung, den MechLord Imperator Wiesel, MechLord Nucleus,
MacLord Armee Zerstörer, Obligator, Vereinigung des Sonnengottes. Das sind unsere Super Rares. Leider alle nicht wirklich etwas wert. Set. Dann kommen wir weiter zu dem viel interessanteren Part, nämlich unseren Ultra Rares. Hätten wir zweimal die weiße Aura von Diamut. Einmal den geflügelten Drachen von Ra, mein absoluter Lieblingspull von heute. Den uralten Gesang, unseren teuersten Pull von heute, glaube ich. Jinso, die Maschinenbedrohung, auch ein sehr schöner Pull. Und der richtige Name. Und das wären unsere Ultra Rares. Ich gehe gerade nochmal kurz über die Preise drüber. Also, die sollten hier eigentlich gar nichts wert sein. Das sind nicht viel. Wir sind gerade auf dem falschen. Wir hätten einmal Jinso mit 40 Cent. Dann die weiße Aura mit 9 Cent und der richtige Name mit 10 Cent. Also dafür, dass es Ultra Rares sind, nichts wert. Das ist halt immer, kommt vermutlich auch doch an, weil ich weiß nicht, wie spielbar die Karten sind. Und abgesehen davon glaube ich auch, dass das Set sehr viel geöffnet wurde. Wegen dem Ghost Rare Ra. Dann haben wir aber natürlich auch die geflügelte Sache von Ra in einem sehr, sehr schönen Artwork. Für 5,50 Euro mindestens. Und den uralten Gesang für 12 Euro. Das heißt, gerade aus dem Ra-Display kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Weil ich meine, so eine schöne Ra-Karte kann man schon mal mitnehmen. Ich pack die beide gerade nochmal in einen Top-Loader. Dafür waren drei, die ich mir genommen habe. Perfekt. Schön. Einmal Ra im Top-Loader packen. Und einmal den uralten Gesang. So. Und legen wir jetzt auf unseren Toploader-Stapel. Da lassen wir gerade mal hier liegen. Dann wollte ich gerade nochmal gucken wegen den anderen Genesis Impact-Karten. Ich glaube, unter 5 Euro werde ich auf keinen Fall in den Toploader packen. Leona, das sind halt 10 Euro, ne? Das lohnt sich eventuell. Komm, die packen wir auch noch. Ah, ne, ja, na, hm, ne. Gucken wir einfach so weg. Das heißt, wir packen die Sachen auch mal wieder zurück. Mal hier liegen. Ich kann noch mal kurz zeigen, wie das bei mir aussieht. Pack die Karten immer einfach hier zurück in die Place rein, bis ich sie einsortiert habe. Ich sortiere die halt nachher ein. Ich habe hier ein paar Tins rumliegen und ein paar Alben. Ja. Und dann werden die immer schön einsortiert. Hier bei Genesis Impact. Hätte ich da einen reinmachen sollen. So, und natürlich hier unseren Top-Pull, meiner Meinung nach, mit dem Ra. Lassen es gerade mal hier liegen. So, dann kommt nächste Woche einmal Legendary Duelists Rage of Ra in der englischen Version. Und einmal in deutscher Version noch. Die sollte morgen tatsächlich ankommen. Sagt zumindest die Lieferverfolgung. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal zwei Legendary Duelists Rage of Ra Displays, die wir nächste Woche aufmachen können. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ansonsten würde ich sagen, ich sortiere die Karten jetzt noch ein. Das will ich euch aber nicht antun.
Und wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen und auch danke fürs Chatten. Los an die Marti. Sehr nett immer, wenn man Leute im Chat hat, die schreiben. Auch wenn ich es natürlich keinen verübeln kann, wenn er nicht schreibt. Das geht mir auch immer so, wenn ich in Streams bin. Und dann würde ich sagen, man sieht sich spätestens dann nächstes Wochenende wieder bei einem nächsten Display-Opening. Ich gucke gerade noch einmal kurz, ob wir eventuell irgendwen denn hätten, der gerade Yu-Gi-Oh! Streamt. Link in neuem Tab öffnen. So, streamt irgendwer gerade noch das ECG? Ja, Papa Gaming. Macht der? Na, nicht wirklich viel, perfekt. Öffnet gerade irgendwer? Nö, ich bin der Einzige geöffnet, schade. Sonst hätte ich jetzt einfach irgendwen anders gehostet, der öffnet. Gucken wir mal, wer sonst noch so live ist. Und dann würde ich sagen, wir beenden den Stream einfach so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und man sieht sich im nächsten Opening oder bei einem nächsten Pokémon Run. Da, ne? Per muss nur sagen, wann. Bye.